Sehr cool. Vielleicht sind die Achtklässler oder vielleicht sind Sie auch heute Abend noch draußen unterwegs in Sachen Halloween und Gruseln. Und hier in Werl gibt es das wahrscheinlich schaurigste Gruselwohnhaus in Südwestfalen. Hat die Familie selber auf die Beine gestellt und freut sich auf Gäste, Geister und Gespenster. Eintritt ist frei die ganze Nacht bis zum Morgengrauen. Dieser Ort ist wirklich nichts für schwache Nerven. Dafür kommen Gruselfans hier so richtig auf ihre Kosten. Denn aus diesem Irrenhaus sind etliche Monster entflohen, denen möchte man doch lieber nicht begegnen, oder? Ja, doch schon. Tja, hätte er sich das mal lieber früher überlegt. Denn hier in der Kaiserin Gisela Straße in Werl steht zum 7. Mal an Halloween das Horrorhaus des Grauens, mittlerweile eine lokale Berühmtheit. Eine ganze Woche lang haben Tamara Jacoboni und ihre Familie hunderte Lichter und Horrorrequisiten aufgebaut. An Halloween erwarten sie rund 500 Gruselgäste. Wir hatten letztes Jahr Warstein, Neheim, aus Hamm welche. Alle begeistert, lächelnd, schreiend, hier wieder raus. Die Vorfreude ist groß und der Vorgarten ein verwunschener Friedhof. Wir wollen versuchen, den Leuten das zu zeigen, dass nicht immer alles Schreckliche auch gleich schrecklich ist. Wir zeigen den Kindern gerne, dass das wirklich nur Puppen, Plüschtiere, ein bisschen mit Animation, mit Batterien. Aber man sollte sich eigentlich nicht davor fürchten. Wobei so mancher Spinnenphobiker allein schon im Eingangsbereich Gänsehaut bekommen dürfte. Auch die Nachbarskinder haben das Gruselhaus schon entdeckt und sind die ersten, die die neue Attraktion bewundern können, den Zirkus des Grauens. Ich führe euch jetzt in einer anderen Welt, ne? Denn mit Genehmigung der Stadt haben Tamara und ihre Helfer den Spielplatz gegenüber umgestalten dürfen. Ich will gar nichts mehr. Dann werde ich euch jetzt eins unserer Tiere präsentieren. Ja, der hat etwas Hunger, ne? Aber er kommt da nicht raus. Also die Käfige sind fest, ja? Nein! Nein, der kommt da nicht raus. So, kommt ihr? Das hat schon mal gesessen, doch auch der nächste Gast hat Hunger auf Menschenfleisch. So ein bisschen bändigen und füttern, dass er halt nicht hier so rumläuft. Und auch das Troll-Ehepaar war schon mal besser gelaunt. Oh, da habe ich ja was verloren. Guck mal, das liegt doch da ab. Ich hab da auch noch was. Das ist lecker. Hör doch mal rum, Mama. Wovor gruselt ihr euch denn am meisten? Pennywise. Sein Starrblick, er kann sehr gut starren. Und das und ist es gibt gut. Darüber einen Film, dass er Kinder frisst. Ja, den habe ich nicht. Ist vielleicht auch besser so für den Überraschungseffekt. Clown Pennywise wird übrigens von Patrick, Tamaras Cousin, einem professionellen Gruselschauspieler aus London, gespielt. Spiel mit mir, ja? Tja, des einen Schreck ist eben des anderen Freude. Und sie hat gerade schon gesagt, hoffentlich schlafen die Kinder heute gut. Roswitha Scheckle ist Pfarrerin im Siegerland in Kreuztal in der reformierten Kirchengemeinde Ferndorf. War Ihnen das zu gruselig? Ich habe nur an die armen Kinder gedacht. Ich hatte selber mal kleine Kinder und ich weiß, wie das so war, wenn bei uns Sturm geläutet wurde. Und da schreckliche Gespenster vor der Tür standen, dann haben die sich verkrochen.
Sie selber haben noch nie Halloween gefeiert und haben das auch nicht mehr vor, vermutlich. Ich habe das auch nicht vor. Nein, ich finde, es gibt schon genug Horror im Alltag. Die Bilder eben aus Werl, die haben mir so gereicht. Und es gibt so viele Horrorbilder aus der Ukraine. Ich muss da nicht noch sonstige Gruselbilder und sonstige Gruselfeten machen. Wie sehen Sie das? Trotzdem diesen Brauch an sich, diese Halloween-Partys an einem eigentlich kirchlichen Feiertag? Es ist ja eigentlich eine Geschichte meiner katholischen Geschwister. Das gehört ja zu Allerheiligen. Der kommt ja morgen, der katholische Feiertag. Das kommt ursprünglich aus Irland. Das haben damals dann die Auswanderer mitgenommen nach Amerika. Und von dort ist es zu uns geschwappt, wie so vieles. Lässt sich ein gutes Geschäft mitmachen. Ja. Ich stehe ja für die andere Fraktion. Ich stehe ja hier für die evangelische Fraktion. Und Ihr Feiertag ist heute? So ist es. Der, den was ausmacht? Das ist der Reformationstag. Wir erinnern uns an gewaltige Umbrüche in unserer Kirche. Sonst stände ich zum Beispiel als Frau nicht hier. 1517 hat Martin Luther, dem ist da der Kragen geplatzt, diese berühmten 95 Thesen, so erzählt es jedenfalls die Geschichte, an die Schlosskirche rangehämmert, weil er auf viele Missstände aufmerksam machen wollte und hat damit einen Riesenwirbel veranstaltet, der durch ganz Europa gegangen ist. Er wollte nie eine eigene evangelische Kirche gründen, aber das alte System war sehr beständig und so gibt es jetzt heute das evangelische Pendant. Was wollen Sie jetzt als Pfarrerin dem entgegensetzen, dass es natürlich die Halloween-Partys gibt, wo ja jetzt viele auch heute hingehen? Was sagen Sie? Aber was sagen Sie? Hey, kommt doch mal zu uns in die Kirche. Was wollen Sie da? Was wollen Sie anbieten als Gegenstück? Wir bieten nach wie vor den Gottesdienst an als einen Ort mal zur Einkehr, um auch eine ganz andere Botschaft zu hören, nämlich nicht, es ist gruselig und es gibt so viel Horror, sondern die Botschaft von einem Gott, der sich liebend den Menschen zuwendet und der immer noch mit allem, egal was ist, sagt, fürchte dich nicht. Wir bieten gerade bei uns in der Region, in Sieben, bieten wir im Norden heute an Halloween in Buschhütten Bands, die Church Night. In Krombach wird der Bibelmarathon gelesen. Der geht auch nur, weil Luther damals die Bibel übersetzt hat. Sonst würden wir alle heute noch Latein und Bahnhof verstehen. Und ich habe schon im Vorgespräch sehr gelacht, als Sie sagten, morgen ist eigentlich für mich auch ein schöner Feiertag. Morgen habe ich nämlich mal frei. Ein echter evangelischer Feiertag. Ja. Herzlichen Dank, Roswitha Scheckel, für den Besuch. Bitte. Und bei uns gibt's